ich liebe dich. Und ich weiß jetzt, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Wirklich, es gibt keinen schöneren Lachs. Wenn du einer wärst, wärst du das Schönste. Du hast mich doch angerufen. War zumindest deine Stimme auf meiner Mailbox. Was habe ich denn gesagt? Dass du nicht ohne mich leben kannst und dass du mich liebst. Das hast du mir in den Mund gelegt, dieses Anliegen. Hört auf! Ihr könnt euch später angiften, jetzt müssen wir erstmal Norman finden. Norman Kowald, was auch immer ihr zu sagen habt, sagt einfach nach dem Piep. Und hast du ihn erreicht? Bei dir? Irgendeine Spur? Er hat das Krankenhaus verlassen. Jemand hat ihn gesehen, kann aber nicht sagen, wo er hin ist. Warum musste ich ihm die Wahrheit sagen? Naja. Angeblich hat er ja sowieso schon geahnt, was mit ihm los ist. Aber er ist viel zu schwach, um draußen rumzulaufen. Je schneller wir ihn finden, umso besser. Ich hab dich nicht angerufen. Sonst wäre ich doch nicht hier. Ja. Ich weiß nicht. Wenn du magst, kann ich es dir vorspielen. Das brauchst du nicht. Du sagst, dass du mich liebst und dass du nicht ohne mich leben kannst. Sebastian, ich bin mit David verheiratet. Und ich bin glücklich mit ihm. Das weißt du. Und deshalb sprichst du mir auf die Mailbox? Ich hab dich nicht angerufen. Du kannst gerne in meiner Anrufliste nachschauen. Außerdem war ich sogar ganz froh, dass du nicht mehr da bist. Weil es besser so ist. Okay, alles klar. Guten Abend. Darf ich euch was bringen? Danke, ich bin bedient. Halt endlich aufgehört zu regnen. Mhm. Aber ein bisschen unheimlich ist es ja schon. Ach, das sind nur harmlose Tiere. Mhm. Halt mal. Na, du kennst dich ja aus in der Natur. Wir haben ja genug davon in Norwegen. Und es soll auch sehr dunkel sein dort. Ach, nur im Winter. Und die sollen sehr lang sein, habe ich gehört. Und es gibt das Nordlicht. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Der ganze Himmel schimmert in diesen grünen und violetten und blauen Farben. Das ist das Schönste, was es gibt. Das klingt auch sehr schön. Außer dir natürlich. Und den Rotlachs. Ich kann auch einen Hirschen machen. Das klingt eher nach einem liebeskranken Hirschen. So locken Platzhirsche die Weibchen an und warnen Konkurrenten. Warte mal, was ist denn das? Keine Ahnung. Könnte das ein Wolf sein? Wölfe hören sich anders an. Norman Kowald, was auch immer ihr zu sagen habt, sagt einfach. Und? Wieder nur die Mailbox. Aber es klingelt kurz? Ja. Okay, das heißt, er hat sein Handy an. Entweder will er nicht mit uns reden. Oder er hört uns nicht mehr und liegt irgendwo, bewusstlos. Und dann erfriert er bald. Aber vielleicht sitzt er ja auch in irgendeiner Pizzeria und lässt es sich schmecken. Meinst du das im Ernst? Es bringt doch nichts, planlos durch die Gegend zu laufen und hoffen, dass wir ihn zufällig irgendwo finden. Was hast du vor? Ich rufe die Polizei. Janis Heinemann, hier, es geht um meinen Sohn, Norman Kowald.
Mein Sohn ist aus dem Krankenhaus verschwunden. Und Sie können ihn doch bestimmt über sein Handy orten, oder? Okay, jetzt hören Sie mal gut zu, ja? Er ist schwer krank. Und er braucht ärztliche Hilfe. Nein, Herrgott, wenn er nicht bald gefunden wird, dann stirbt er! Du bist sicher, dass es kein Wolf war? Absolut. Es gibt hier aber auch Bären. Vor 100 Jahren vielleicht. Nein, erst vor kurzem. Die haben das arme Tier sogar erschossen. Aber das vorhin war kein Tier. Das ist ein Mensch. Da liegt jemand. Gott, hoffentlich ist er nicht tot. Das ist Norman. Du kennst ihn? Ja, ich wohne mit ihm zusammen in der WG. Norman, wieso bist du denn nicht im Krankenhaus? Norman! Sven, ruf bitte sofort den Notarzt. Bis der hier ist. Und ins Unterholz kommt er sowieso nicht. Warte, hier. So geht's schneller. Geht's? Ja, alles gut. Okay, los, los. Okay, ja. Mögt ihr auch noch ein Bier? Wollen wir uns eins teilen? Ja, das machen wir. Es tut mir wirklich leid, dass Friedrich dich jetzt auch noch in unseren Rosenkrieg mit reinzieht. Also, niemand hat Alfons gezwungen, ihrem Mann Kontrakt zu geben. Genau, das war ganz allein meine Entscheidung. Ja. Ja, ich hoffe nur, dass du es nicht bereust. Wegen der Abmahnung. Ja, aber es ist ja wieder mal typisch für Friedrich. Wenn er sich nicht zu helfen weiß, dann schlägt er um sich. Ist ja nur gut, dass André nicht so ist. Wenn der mir jedes Mal eine Abmahnung schicken würde, wenn wir aneinander geraten. Dann könnte man inzwischen die Küche damit tapezieren. Das ist schön, dass ihr noch lachen könnt. Trotzdem, Friedrich kann so nachtragend sein. Ich bin aber trotzdem stolz, dass Alfons das gemacht hat. Ja, mach dir keine Sorgen, Charlotte. Das muss ich ganz allein verantworten. Naja, aber ohne meinen Konflikt mit Friedrich wäre es nie so weit gekommen. Ach, übrigens, morgen ist doch die Kür von der Bierkönigin. Ach. Und wenn Sie Ihre Rede vielleicht nicht halten wollen. Doch, doch, doch. Ich könnte für Sie einspringen. Das ist lieb, Frau Sonnwichler. Aber das hieß ja, dass ich nicht in der Lage wäre, meinen Alltag zu meistern. Und diesen Triumph möchte ich Friedrich nicht auch noch gönnen. Hm. Ich bin Bürgermeisterin. Diese Sachen gehören zu meinem Job. Ja, schon. Aber auch eine Bürgermeisterin darf sich einmal mies fühlen, oder? Ja, schon. So schlimm wird es schon nicht werden. Außerdem taucht Friedrich bestimmt nicht bei dieser Feier auf. Wenn Tina nicht noch mit diesem Norweger spazieren gegangen wäre. Erlebt. Gott sei Dank. Wir haben das Isolationsnetz abgebaut, weil das Labor herausgefunden hat, dass das Virus nicht direkt ansteckend ist. Das heißt, Frau Kessler und ihr Freund haben sich also nicht infiziert. Ja, wieso dann immer noch das? Weil Normans Immunsystem sehr labil ist und wir versuchen zu verhindern, dass es durch Keime anderer Personen noch weiter geschwächt wird. Und wie geht's ihm? Wir haben ihn wieder an die Dialyse gehängt und natürlich die Lebertherapie noch intensiver fortgesetzt. Aber ob das ausreicht? Was soll das heißen? Nils, wir tun alles Mögliche, damit dein Sohn diese Nacht übersteht. Es tut mir leid, mehr kann ich im Moment leider nicht sagen. Ich muss jetzt wieder zu deinem Sohn. Wenn es etwas Neues gibt, dann melde ich mich natürlich sofort, ja? Ach. Geht nach Hause. Ruht euch aus. Es ist alles meine Schuld. Meine Entscheidung war falsch. Wir hätten Norman seinen Zustand nicht verheimlichen dürfen. Du warst dagegen, Michael war dagegen. Aber du bist dein Vater. Ich hätte deine Entscheidung einfach respektieren sollen. So, da wären wir. Schön habt ihr's hier. Danke. Geh doch rein. Magst du irgendwas trinken? Wein oder Bier oder, in Norwegen trinkt man Schnaps, oder? Haben wir nicht, aber Prosecco haben wir eigentlich immer da. Gar nichts. Danke. Nicht. Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann nach der Aktion. Ja, so dramatisch hatte ich mir unseren kleinen Spaziergang auch nicht vorgestellt. Eher romantisch.
Hoffentlich geht's der Mitbewohner bald besser. Ja, das hoffe ich auch. Willst du dich nicht kurz setzen? Dann könnte ich dir auch den Mantel noch sauber machen. Danke, musst du nicht. Es ist wirklich spät geworden. Bis morgen. Wir sehen uns doch morgen, oder? Gern. Dann gute Nacht. Nacht. Frau Well. Ja, du auch. Deinem kleinen Ausflug keine bleibenden Schäden davon getragen hast. Und wir haben mit den Ärzten geredet. Das Virus ist nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragbar. Das weiß ich auch selber. Glaubst du, ich renne durch die Gegend mit irgendeinem Killer-Virus und stecke andere Leute an? Wenigstens bin ich aus diesem Plastiksack raus. Wisst ihr, 4 von 5 Menschen sterben in meiner Situation. Aber du nicht. Du schaffst es. Bitte, Norman. Gib jetzt nicht auf. Ich habe eine Bitte. Sag einfach niemandem, wie es mir wirklich geht. Ich habe keinen Bock auf Abschiedsbesuch. Oh, Norman. Das wäre ein Abschiedsbesuch. Reden, hörst du? Das wisst ihr. Und ich weiß noch, meine Tage sind eben gezählt. Wie kommt er auf die Idee, ich hätte Sehnsucht nach ihm? Aber wie wir gestern auseinandergegangen sind, ich wollte ihm nicht wehtun. Vor ein paar Tagen wäre ich sogar mit Sebastian fortgegangen. Aber David ist mein Mann. Und mit ihm fängt auch etwas Neues an. Wir haben ein eigenes Haus, eine Zukunft. Es ist alles gut so, wie es ist. Ob dieses Kribbeln, wenn Sebastian vor mir steht, wohl jemals aufhört? Vielleicht ist es ja auch meine Schuld, dass Ihre große Liebe jetzt nichts mehr von Ihnen wissen will. Ich habe mit Luisa Hofer ein Ritual gemacht. Ich wollte ihr die Schmerzen nehmen. Haben Sie ein Foto von mir verbrannt? Ich bitte Sie. Sowas würde ich doch nicht machen. Ja, natürlich nicht. Also, was haben Sie gemacht? Sie sollte sich mit einem Stein über die schmerzende Stelle gehen. Und das war ihr Herz. Der Stein absorbiert den Schmerz. Ein Stein? Ja, und dann hat sie in einer ganz speziellen Zeremonie den Stein über die Schulter geworfen. Und es hat gewirkt. Bitte. Nehmen Sie das jetzt nicht persönlich. Es ging mir wirklich nur um die Schmerzen. Ja, um Gottes Willen, sie trifft ja gar keine Schuld. Nur das Ritual hat nicht funktioniert, sonst hätte sie mir nicht auf die Mailbox gesprochen und mir gesagt, wie sehr sie mich liebt und vermisst. Sebastian, ich liebe dich. Und ich weiß jetzt, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Das hört sich wirklich nach Luisa an. Glauben Sie auch, die Aufnahme ist manipuliert? Aber was hätte denn Beatrice Hofer davon? Sie wollte sie doch die ganze Zeit loswerden. Aber warum spricht sie mir dann auf die Mailbox und im Nachhinein streift sie es ab? Vielleicht ist sie Schlafwandlerin. Oder aber sie hatte zu viel getrunken. Ja, da wird man doch leicht rührselig und am nächsten Tag schämt man sich entsetzlich dafür. Wie auch immer, die Aufnahme kann ich löschen. Nein, auf gar keinen Fall, das ist doch ihr einziger Beweis. Ja, aber was soll ich denn damit, Luisa quälen? Okay, endlich. Auf keinen Fall. Alexandra ist doch auch schon weg. Die kommt doch gleich wieder. Lass mich einfach allein. Allein stehen. Norman, bitte. Hör auf mit deinen Durchhalteparolen, ich mein's ernst. Okay.
Ich höre sofort damit auf, wenn du damit aufhörst, alles schwarz zu sehen. Es ist aber schwarz. Ich habe doch selber gemerkt, wie schwach ich bin. Ich habe es gerade mal bis zum Wald geschafft. Du hattest eine Infektion, deine Organe sind geschwächt. Da springt man auch nicht einfach so durch die Gegend. Das werde ich sowieso nicht wieder. Darüber ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Michael meinte, er kann mir auch nicht mehr helfen. Weißt du, warum ich gestern abgehauen bin? Weil ich meine letzten Tage am liebsten auf irgendeiner Südseeinsel verbringen will. Oder zu Hause. Aber nicht in diesem sterilen, deprimierenden Loch hier. Du bleibst schön hier. Hier sind Spezialisten und die kümmern sich um dich. Ich brauche keine Spezialisten mehr. Wenn du wirklich was für mich tun willst, dann miete mir die Förster für mich. Ich weiß, sie ist teuer. Aber wenn ich schon sterben muss, dann da. Du wirst nicht sterben. Okay. Ich miete dir die Förster Suite. Aber weißt du was? Zur Feier. Wenn du hier rausgekommen bist. Wenn ich hier rauskomme? Dann nur mit den Füßen voraus. Im Sarg. Ja. Gibt's schlechte Nachrichten? Wegener ist wieder da. Ich dachte, er hätte endlich kapiert, dass er keine Chance mehr bei Luise hat. Tja, zu früh gefreut. Wie auch immer, er kommt zu spät. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Luise liebt mich und ich vertraue ihr. Aber irgendein Teil in ihr kann ihn immer noch nicht loslassen. Wieso? Weil sie unter Hypnose gesagt hat, dass sie ihn liebt? David, wir sollten das ernst nehmen. Ich werde nicht zulassen, dass Sebastian sich wieder in meine Beziehung einmischt. Er wird sich wünschen, er wäre nie zurückgekommen. Ach, bitte sehr, Herr Wegener. Danke. Sind also wieder hier? Ja, den Fürstenhof vermisst. Aha. Was nicht zufällig mit einer gewissen Dame zu tun hat? Naja, im Privatleben geht mich nichts an, aber wer garantiert mir, dass Sie es sich in ein paar Tagen nicht wieder anders überlegen? Ich garantiere Ihnen, diesmal ist meine Entscheidung endgültig. Also, wenn Sie noch keinen Ersatz für meine Stelle gefunden haben, dann... Nein, haben wir nicht. Bitte geben Sie meine alte Stelle zurück. Ihnen ist schon klar, dass Luisa Hofer immer noch verheiratet ist. Ich bin zwar nach wie vor auf Ihrer Seite, Herr Wegener. Aber? Wenn dann zwischen Ihnen und Hofer Junior wieder die Fetzen fliegen, das stört den Hotelbetrieb. Ich habe mich im Griff. Na ja, gut. Brauchen können wir schon jemanden. Seit Charlottes seltsamer Baron uns verlassen hat, ist die Stelle des Restaurantleiters vakant. Ach, das Angebot steht noch? Sie waren ja mal Geschäftsführer und haben den Posten nicht wegen Inkompetenz verloren. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das will ich schwer hoffen, Herr Wegener. Okay, willkommen zurück. Hey, Norman. Wie geht's dir? Passt schon irgendwie. Schön, dass du da bist. Ja klar, Nobby. Was ist denn passiert? Nils hat gesagt, dass du aus dem Krankenhaus ausgebrochen bist. Ja. Die Ärzte haben mir so Medikamente verabreicht. Die habe ich scheinbar nicht ganz vertragen. Ja, aber die Ärzte müssen noch wissen, was für Nebenwirkungen die Medikamente haben, die sie dir geben. Aha. Die Halbgötter und Weiß sind ja auch nur Menschen. Danke jedenfalls. Ihr habt mir das Leben gerettet und dein starker Freund. Wie habt ihr mich eigentlich gefunden? Wir haben nicht gehört. Weil Sven hat Tiergeräusche nachgemacht. Und wir haben auf die Antwort gelauscht. Sven heißt er also. Du sag mal, wie lange musst du denn eigentlich noch hier drin bleiben? Hast du einfach Sehnsucht? Klar vermisse ich dich. Ich werde dich schon noch früh genug die
Vorräte aus den Kühlschrank plündern. Und für Unordnung sorgen in der Wohnung. Das heißt, es ist alles wieder okay? Dir geht's besser? Alter, ihr habt einfach mal im Vorbeigehen Norman Kowalt das Leben gerettet? Der Kerl hat echt Schwein gehabt. Die Nacht da draußen hat er nicht überlebt. Und anschließend seid ihr dann übereinander hergefallen? Eher nicht. Bitte? Ein Espresso Macchiato, bitte. Ein Kaffee, ganz normal. Gerne. Warum eigentlich nicht? Ich meine, du stehst doch auf sie. Wolltest du nicht? Eigentlich schon. Also likes an ihr? Auch nicht, soweit ich das beurteilen kann. Dein letztes Date ist schon ein paar Monate her, kann das sein? Die Jahre trifft sie eher. Also wo lag das Problem? Ich hatte das Gefühl, dass Tina wollte, dass ich sie küsse. Ja, es hat einfach gefunkt zwischen uns. Warum hast du sie dann nicht geküsst? Weil man beim ersten Date doch nicht aufs Ganze gehen soll. Das sagt der Mann, der vor dem ersten Date eine Frau schon heiraten will. Also warum nicht gleich Vollgas geben? Das überfordert die Mädels. Dann verschließen die sich wie eine Miesmuschel. Damit kennst du dich aus. Mit Lachs näher. Aber mit einem kleinen Küsschen überforderst du doch keine Frau. Wenn du sie erobern willst, dann musst du deine Stärken einsetzen. Wie erobert man eine Frau? Keine Ahnung, wie fängt man einen Lachs? Bestimmt nicht, indem man zögert. Ja, man muss schon entschlossen zupacken. Na, dann mal los. Guten Morgen, Friedrich. Du traust dich aus deinem Versteck? Hast du keine Angst, dass sich der böse Wolf frisst? Der Fürstenhof gehört auch immer noch mir. Warum bist du dann Hals über Kopf zu den Sonnenbichlers geflüchtet? Weil ich deine Spielchen satt habe, mich nachts zu erschrecken. Das hat ein edler Ritter auch gesagt, der gestern zu deiner Verteidigung aufmarschiert ist. Du nimmst die Abmahnung zurück. Ich lass mich nicht von einem Angestellten beleidigen. Alfons ist nicht irgendein Angestellter. Und du weißt genau, warum er es getan hat. Aus sentimentaler Solidarität? Auch wenn Alfons meinetwegen ein wenig über das Ziel hinaus... Oh ja, das ist er. Du wolltest mich mit der Abmahnung treffen, nicht ihn. Er ist für dich in die Schlacht gezogen. Und wo die Kugeln fliegen, wird ab und an mal jemand getroffen. Du musst so verletzt sein. Wundert dich das? Du bist die Liebe meines Lebens, auf die ich so lange warten musste. Die du immer wieder belogen und betrogen hast. Ich weiß. Aber es gab auch viele schöne Momente, die du jetzt alle mit Füßen trittst. Deshalb ist die Situation, wie sie ist. Ab jetzt gibt es nur noch Freund oder Feind. Hoffentlich glaubt Sven jetzt nicht, dass ich immer gleich beim ersten Date küssen will. Oder noch mehr machen würde. Ach, Männer denken sowieso nicht. Oder nur an das eine. Sven ist anders. Deshalb gefällt er ihnen auch so. Ich kann einfach nicht verstehen, warum er die Gelegenheit nicht ergriffen hat, mich zu küssen. Vielleicht ist er einfach wahnsinnig schüchtern. Sowas kommt auch bei Männern vor. Oder er denkt, ich bin eine Schlampe. Doch, ich habe ihm schon ziemlich eindeutig zu verstehen gegeben, dass ich ihn gerne... Frau Kessler, jetzt machen Sie sich nicht solche Sorgen. Was soll ich denn sonst machen, wenn man so plötzlich die Biege macht? Also, wenn er wirklich denken würde, sie wären leicht zu haben, dann hätte der sofort zugegriffen und hätte sie dann am Morgen verlassen, aber nicht schon am Abend. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sven so schüchtern sein soll. Weil er so stark und männlich ist, ne? Er hat Norman ganz alleine aus dem Wald getragen. Tja, da sollte man natürlich denken, sowas haut einen Mann nicht um, aber bei uns Frauen, da sind die Männer manchmal richtig unbeholfen. Vor allen Dingen, wenn sie verliebt sind. Glauben Sie mir, ich spreche da aus Erfahrung. Können Sie sich noch an Ian erinnern? Meinen schottischen Rugbyspieler? Bei den Süßigkeiten war ich mir nicht so sicher, aber Fruchtsäfte sollten okay sein. Du
kannst ja zur Sicherheit noch mal mit Dr. Niederwühl sprechen. Ich kann essen und trinken, was ich will. Moment, das ist sowieso egal. Moment, bitte. Naja, ich muss kämpfen. Ja, der Wille zählt. Ob du gesund wirst, hängt auch von der Psyche ab. Es ist vorbei. Bitte, Norman. Tu's für mich. Dann machen wir auch unsere Weltreise. Wir fahren überall hin, wo du schon immer hin wolltest. Nur wir zwei. Eins mehr. Es wird keine Reise stattfinden. Das sagst du jetzt. Aber in ein paar Tagen. Dann bin ich tot. Ich habe über multiples Organversagen recherchiert. Man hat keine Chance. Man hat immer eine Chance. Meine Leber ist beschädigt. Meine Nieren auch. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Organ auch den Geist aufgibt. Ich möchte, dass du gehst. Und nicht wiederkommst. Du sollst nicht so in Erinnerung behalten, wie du mich kennengelernt hast und nicht mit irgendwelchen Schläuchen und in diesem Krankenbett. Aber... Bitte, wenn du mich liebst, dann verstehst du das. Respektiere es. Normans Zustand hat sich nicht gebessert. Aber auch nicht verschlechtert. Ja, aber das sind doch gute Nachrichten seit gestern. Das wär's, ja. Wenn er sie nicht aufgegeben hätte. Gibt's denn überhaupt keine Chance, dass er wieder gesund wird? Doch. Aber er will nicht mehr. Er hat das Krankenhaus verlassen, um an einem schönen Ort zu sterben. Ich kann nichts für ihn tun. Und irgendwann... sein eigenes Kind zu Grabe tragen. Es gibt nichts Schlimmeres. Niederbühl? Hey, Gregor Bergmeister hier. Gregor, wie geht's dir denn? Das Wetter in Tansania ist sicher besser als bei uns. Keine Ahnung, ich bin in München. In München? Was treibt dich denn dahin? Ein Kongress für Tropenmedizin. Stimmt, ja, davon habe ich gelesen. Und hättest du Zeit, nach einem Flüssen noch vorbeizuschauen? Warte mal, deshalb rufe ich an. Ach, das ist ja wunderbar. Komm rein, komm rein. Ich würde so gegen Nachmittag vorbeikommen. Passt dir das? Warte, ich schau gleich mal nach. Nachmittag würde gehen, ja? Okay, ich muss jetzt... leider auflegen, aber ich rufe dich später nochmal an. Ja, alles klar. Bis dann, ciao. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Du störst nie, Charlotte. Und das war Gregor. Er kommt uns besuchen. Schön. Und was ist passiert? Michael, ich brauche Beruhigungstabletten. Ich weiß schon, ich muss vorsichtig sein. Du musst vor allem an die Ursachen ran. Ja, die Ursache heißt Friedrich. Und an der Auseinandersetzung mit ihm kann ich nichts ändern. Ich muss sie nur irgendwie überstehen. Und das willst du mit Tabletten? Ich muss gleich eine Rede bei der Kür der Bichelheimer Bierkönigin halten und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Kann das nicht die Frau Sonnenbichler übernehmen? Aber ich, wenn ich nicht mal mehr in der Lage bin, mein Amt auszufüllen. Also gut, ich schreibe dir ein Rezept über ein Sedativum. Danke. Vielleicht brauche ich das Medikament ja auch gar nicht. Das wäre die beste Lösung. Aber wenn du es brauchst, dann halte dich genau an die Dosierung. Hey. Darf ich reinkommen? Klar.
Das Glück, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause. Und hast jetzt sicher Hunger? Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Ein Fisch. Ein Saibling aus dem Starnberger See. Oh, die sind gut. Nicht so gut wie ein Lachs von meiner Farm, aber das Beste, was ich im Feinkostladen in Fels gefunden habe. Du kannst mir bestimmt ganz schön viele Fischrezepte beibringen. Kein Problem. Ich habe alle Fischrezepte der Welt im Kopf. Alle? Die meisten. Wir könnten ihn ganz klassisch machen. Super. Mit Zitrone, Salz, Pfeffer und leicht anbraten. Oder wir essen ihn als Carpaccio. Roh, ganz dünn geschnitten. Roh. Oder wir marinieren ihn asiatisch. Mit Sojasauce und Ingwer. Worauf hast du Lust? Ich weiß nicht. Wir könnten ihn auch im Ofen backen. Mit einer Sesamkruste, dazu Erbsenpüree. Oder mit Limettenschaum. Gut, dann brauche ich erstmal ein scharfes Messer. Wunderbar. Ich kümmere mich drum. Und? Haben Sie mich vermisst? Wen mussten Sie eigentlich bestechen, um die Stelle als Restaurantleiter zu bekommen? Die Stelle habe ich aufgrund meiner Kompetenz. Ich kann mir schon vorstellen, welche Kompetenz Sie meinen. Sie haben sich hochgeschlafen. Das sind ja eher Ihre Methoden. Viel Spaß beim Architekt spielen. Das ist kein Spiel, sondern der Grundriss des Hauses, was Luisa und ich gekauft haben. Luisa kauft Ihnen ein Haus? Nein. Luisa kauft uns ein Haus. Und wenn ich Ihnen einen Ratschlag geben darf... Ja, ich bin sehr gespannt. Versuchen Sie gar nicht, Luisa zurückzugewinnen. Dieses Haus ist der Grundstein für unsere Zukunft, in der Sie keine Rolle mehr spielen. Träumen Sie weiter, genau wie von dem Haus. Tja, meine Träume werden wahr. Einer nach dem anderen. Ja, ich würde gerne weiter mit Ihnen über mein neues Haus plaudern, aber ich muss los. Termin im Küchenstudio. Luisa und ich wollen so bald wie möglich einziehen. Nicht mal dich will Name noch um sich haben. Ich will, dass ich ihn als Mensch in Erinnerung behalte. Nicht als Häufchen Elend, das nur noch von Maschinen am Leben gehalten wird. Aber die Vorstellung, dass ich ihn nie wiedersehe. Das dürfen wir nicht zulassen. Was sollen wir denn machen? Ich meine, ich habe ihn angefleht, dass er weiterkämpft. Ich habe sogar gesagt, tu's für mich. Gut. Wenn ich seinen Wunsch einfach ignoriere. Vielleicht wirft er mich dann raus oder sagt gar nichts mehr. Soll mal zuschauen? Wer dahin vegetiert? Ganz allein. Ohne Hilfe. Ich kann das nicht, niemals. Ich doch auch nicht. Es war ja auch nicht gegen dich, entschuldige. Ist schon okay. Du hattest von Anfang an recht. Ich war der einzige Grund, warum er überhaupt noch leben wollte. Aber wenn er mich jetzt auch nicht mehr zu sich lässt, dann... Eine Möglichkeit gibt's vielleicht noch. Das ist schade. Ja, natürlich, ich sag's Ihnen. Aber beeilen Sie sich. Ja, ich richte es aus. Unsere Bierkönigin, die Frau Wangler, die kommt ein bisschen später. Naja, kann ich mir in Ruhe noch meine Notizen ansehen. Eigentlich schade, dass André heute nicht dabei sein kann. Ja, wir haben heute eine große Gesellschaft im Rosenzimmer. Ja, und Alfons? Ach, der hat Dienst. Ja, und nach der Abmahnung, da wollte er natürlich nicht gleich einen extra Wunsch riskieren. Ja. Ah, bitte, bitte. Wir sind ganz normale Gäste. Wir wollten auch die neue Bierkönigin erleben. Ja, natürlich sehr gespannt auf die Rede unserer
Bürgermeisterin. Und bevor jetzt irgendwelche Spekulationen die Runde machen. Ja, der Bruch zwischen mir und meiner noch Ehefrau Charlotte ist nicht mehr zu kippen. Und ja, ich bin die neue Frau an seiner Seite. Ja, das Leben geht weiter. Auch nach einer Trennung. Wissen Sie, hören gar nicht hin. Und ich hoffe, nein, ich weiß, dass ich mit Frau Hofer das Glück finden werde, das ich mir mit ihrer Schwester immer erhofft habe. Soll ich ihn rausschmeißen? Ich habe hier das Hausrecht. Nein, nein, diese Blöße gebe ich mir nicht. Einen Moment. Kinder, setz dich. Saiblingsfilet mit Wasabi-Creme. Hm. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Das hätte unser Chefkoch auch nicht besser hinbekommen. Du übertreibst. Nein, du hast es wirklich drauf. Also was Fisch angeht. Mit anderen Dingen kenne ich mich halt nicht so gut aus. Hm. Findest du es zu früh für Wein? Ich würde gern mit dir anstoßen. Worauf? Auf dich, auf mich, auf uns. Und auf den Saibling. Der musste schließlich sein Leben für uns lassen. Ja, auf den Saibling auch. Auf. Und jetzt zu dem, was ich schon lange tun wollte. Okay, also das sind alle Reservierungen für heute Abend. Ja. Gut, dann bleibt alles beim Alten. Mhm. Wichtig ist die im Rosenzimmer. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, ist klar. Wie du siehst, bin ich immer noch hier. Restaurantleiter. Ja, Saalfeld hat mir die Stelle angeboten. Glückwunsch. Danke. Und du hast ein Haus gekauft? Wir. David und ich. Aber du hast es bezahlt? Er ist mein Mann. Ja, ich muss dann nicht mir gleich am ersten Tag Ärger einheimsen. Es tut mir leid, was ich gestern gesagt habe, dass ich froh bin, dass du nicht mehr da bist. Das stimmt nicht. Aber ich habe dich auch nicht angerufen. Kein Problem, ich bleib ohnehin hier. Ich würde mich freuen, wenn wir Freunde bleiben, auch wenn das total abgedroschen klingt. Du bist mir viel wert als Mensch. Natürlich. Bis später. Bis dann. Ich weiß, dass das nicht einfach für dich ist. Aber je schneller du dich daran gewöhnst, dass ich nicht mehr bin, desto besser. Ich will mich aber nicht dran gewöhnen. Ich liebe dich. Mehr als alles andere auf der ganzen Welt. Norman, willst du mich heiraten? Und jetzt sagst du dreimal mit geschlossenen Augen: Schmerz, weiche der Magie des Lichts. Was? Sag's einfach. Ich vertraue dir nicht mehr. Luisa, das Öl, das geht doch nicht nur ums Öl. Wie du dich deiner Schwester gegenüber verhältst, das ist einfach bösartig. Ihr den Mann auszuspannen, das ist eine Sache. Aber damit in der Öffentlichkeit hausieren zu gehen. Und jetzt ziehst du auch noch in ihre Wohnung ein. Es tut mir so leid, ich hab... Frau Seifert. Wahnsinn, leid, ich hab... Frau Seifert! Gottes Willen, helfen Sie doch!